Tja, nett, die wiederzusehen. Sonja, das ist nicht er. Major Blade. Sergeant, was gibt's? Der Lift? Ja, der Lift. Sento enthält die Seelen all meiner Vorfahren. Sie leiten mich. Könnten die sich vielleicht mal beeilen? Anataka Hidakimasu. Hoch geht's! Zurück! Jetzt! Los! Ihr bleibt hier. Schließt die Tür. Wo kann er hin? Jetzt siehst du es, Raiden. Dein Vermächtnis. Du vergiftest ihre Herzen mit Hoffnung. Und was bietest du? Dasselbe wie schon vor Jahrtausenden, als du andere Götterälteste betrogst und das Erdenreich angriffst. Wir hielten dich auf, verbannten dich ins Unterreich. Wir werden es wieder tun. Entferne den Schatten vom Licht und der Schatten wächst. Das Vermächtnis des Lebens ist tot, Raiden. Meine Anhänger akzeptieren es und leben weiter. Sie kämpfen für mich. Nicht an! Oh, das werde ich. Und das Erdenreich wird die Wahrheit erfahren. Über den Tod. Oh, sorry, Ma'am. Hab sie nicht gesehen. Kläglicher Wurm! Unbedeutendes Stück erbärmlichen Abschaums! Du wagst es! Es ist mein! Bereit? Wie immer. Da!
Sie wird sich mir als Erste anschließen. Nein! Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Aber eins weiß ich genau. Denk nicht mal dran, ihr weh zu tun. Denk nicht mal dran, ihr weh zu tun. Denk nicht mal dran, ihr weh zu tun. Ah!
Foto gemacht. Jetzt bist du ein gefallener Gott. Johnny Cage! Nein! Viel Spaß da drin, Opa. Sonja? Johnny. Haben wir? Ja, haben wir. Bleibt hier. Die Fähigkeiten der Kammer werden Sonja Blade rasch heilen. Quan Chi und die anderen sind fort. Ein gewaltiger Kraftanstieg hat meine Sinne überwältigt. Wir kümmern uns später um Quan Chi, Kenshi. Wir haben heute einen größeren Preis errungen. Shinnoks Amulett. Und darin? Die Fischfresse persönlich. Bringen wir das Amulett zu den Götterältesten. Sie können es nicht zerstören. Keiner kann das. Vielleicht bieten sie uns Rat. Shinnok darf nie entkommen. Der Krieg ist nicht vorbei. Quan Chi ist entkommen. Warum lächelst du? Sie sagte Johnny. Raiden meinte, ich sei Nachfahre einer Kriegersekte aus dem Mittelmeerraum. Geboren als Krieger für die Götter. Hab's nie wieder geschafft, diese grüne Aura zu beschwören. Raiden denkt, es wurde vom nahen Tod einer geliebten Person ausgelöst. Was ist mit dir, Cassie? Kannst du sowas beschwören oder wurde eine Generation übersprungen? Lass gut sein, Jin. Wir brauchten keine Auren in Darfur, im Iran oder Kurdistan. Oder Jackie? Nein, brauchten wir nicht. Haben dich die Shaolin Jedi hingeschickt, Jin? Ich habe genug Action gesehen. Takeda hat das auch. Zeug, das euch SE-Typen schockieren würde. Ganz ruhig. Ihr seid alle hier, weil ihr es verdient. Ihr seid einzigartige Schneeflocken. Also, euch ist es vielleicht nicht bewusst, ich habe keine Glückwunschkarten gekriegt. Heute ist unser Team seit 6 Wochen zusammen. Minister Blake meint, er ist sehr zufrieden mit uns. Man könnte ihm auf den Kopf spucken und er wäre sehr zufrieden mit uns. Aber er hat Mr. Cage das Team zusammenstellen lassen. Bin froh, dass mich die Shirai Ryu ausgewählt haben. Neue Orte, neue Gesichter. Wie der Minister angemerkt hat, werden wir Alten irgendwann in Rente gehen. Also ist es Zeit, dass die neue Generation antritt. Shaolin, Shirai Ryu, SE, gemeinsam. Die erste Mission eures Teams führt euch in den Lin Kuei-Tempel. Wir haben schon lange nichts vom Großmeister gehört. Ihr stellt sicher, dass er noch auf unserer Seite ist und uns den Rücken frei hält, wenn die Lage mit der Außenwelt kritisch wird. Ihr müsst ihn mitnehmen. Wundert euch aber nicht, wenn Sub-Zero sich nicht kooperativ zeigt. Warum die Sorgen wegen der Außenwelt? Dachte Kotal Kahn hält die Verträge von Reiko ein. Tut er. Aber da herrscht Bürgerkrieg. Wenn die Rebellen gewinnen, sind die Verträge Geschichte. Millionen. Imperator, wie sagt man gleich? Nicht den Dreck unter meinen Schuhen wehrt. Kotal Kahn hat ja stets faire Angebote gemacht, Kano. Sicher, sicher.
Ich sag ja nur, aufgerüstete Waffen, meine Infos und puff, der lange Bürgerkrieg der Außenwelt, vorbei. Wäre doch nett, sich mal zu entspannen, oder? Du weißt, wo Melina steckt. Und ihre ganze Armee? Dafür kriege ich doch mindestens 50. Ich muss angreifen. Sofort. Den Konflikt beenden. Wie du sagst, er zerfrisst uns. Klar. Sind wir im Geschäft? Was ist los, Devorah? Der Imperator muss sich nicht sorgen. Es gab einen Unfall. Diese hier wird das regeln. Macht Platz für Kote Khan! Bewegung! Die Takatana sind in Position. Wir erwarten den Befehl. Selbstverständlich, liebste Tanya. Eine Kutsche aufzuhalten ist nichts. Einen Imperator zu töten... Falschen Imperator! ...erfordert Macht. Macht, die du hast, Melina. Und nicht nutzt. Es schmerzt mich, sie zu nutzen, Rain. Ich brauche mehr Zeit. Der Einfall der Thronräuber kam zu früh. Der Regen fällt, wann er will. Egal. Solange Kano tut, wofür ich ihn bezahle. Das ist nur Unfug. Beleidigend, Kano. Dein Hilfsangebot war nicht mehr als heiße Luft. Halt deine 50 Millionen! Melina zahlt mir das Doppelte für deinen Tod. In your face, bitch. Aua. Hey, jetzt ohne Witz. Hier, schnupper mal. Hey. 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 Au. Kurz an Kahn gewinnt. Der Tod wartet auf jeden.
fährst, hover. Bitch. Du bist nicht den Dreck unter meinen Schuhen wert. Janerin, Tanya. Du erinnerst dich also an mich, Kuatal? Ich werde nie vergessen, wer Milena befreit hat. Sie wollte ein freies Edenia schaffen. Etwas, was du nicht zugelassen hast. Eine vereinigte Außenwelt kann gegen jeden Feind bestehen. Unter deiner Herrschaft wird sie nie vereint sein. Deine Rebellion ist alles, was im Weg steht. Yes, my brother. In your face, bitch. Yes. Ich glaube, den Kampf verliere ich. Okay. Oder auch nicht. Au. Yes. Marlo. Sag mal. Das war's. Wie närrisch, Milena zu trauen. Sie prüft mich ein letztes Mal. Milena. Kano sollte dich töten, elende Schlange! Rogunate! Fatimaya Shale! Noch ein Edinianer. Der sogenannte Halbgott. Kogatian! Ich bin ein Sohn des Argos. Ich wurde nicht einfach von berauschten Sterblichen zum Gott ernannt, Buluk. Sicherlich ahnt Milena dein wahres Ziel, Sohn des Argos. Dropkick. Unterschied zu lehren zwischen Anmaßung und Göttlichkeit.
da. Nein. Erst aber ran. Okay, der ist schnell. Yes. Nein. Nein. Verdammt. Nein! Hier, friss das! Schmeckt's ja vielleicht. Alter, was? Nein! Das ist so ein Dicker. Nein! Nein! Ich wollte gerade das Finish machen. So ein... Und Glücklichkeit! Ach, halt die Klappe. Ey, das ist doch jetzt nicht echt ein Scheiß, oder? Hier! Nee, das ist ein Genickbruch! Und ein Tritt in die Fresse! Ey! Ey, ohne Witz. Warte kurz, Leute, ich muss die Steuer nochmal umstellen. Ey, was ist denn das für eine Scheiße, bitte? So, schauen wir mal, ob es jetzt hinhaut. Ja. So. Jetzt. Ey, Digga.